Heinz Pohl alias Paul Posthorn. Wir sehen hier die Type sozusagen. Wir sind heute beim KRK-Vorstellabend heute mal nicht auf der Bühne. Letzten zwei Jahre dabei. Wie kam es zur Type Paul Posthorn? Lange her. Paul Posthorn ist entstanden vor über 25 Jahren. Da hat bei uns in Hückeswagen, ich komme aus dem Bergischen Land, hat bei uns in Hückeswagen die Post zugemacht. Und da gab es einen Menschen am Telefon, der machte immer die Telefonzentrale. Und wir haben uns überlegt, was macht denn der jetzt? Und daraus ist die Figur Paul Posthorn entstanden, der immer noch in der Telefonzentrale sitzt. Den haben die da vergessen. Er ist also quasi, gucken dir an, der letzte Beamte, der noch mit der Walter-Spabier-Uniform rumläuft. Und den hat die Bundespost vergessen. Seitdem sitzt er in seiner Telefonzentrale und telefoniert mit den Mächtigen der Welt, mit den Schönen, den Promis, was weiß ich. Und das kommt nie was Gescheites bei raus, außer verdammt guten Ratschlägen. Ja. Immer noch in Hückeswagen oder Köln? Und wie kommt denn ein Hückeswagener Postbeamter von Anno Pief in Köln wieder an? Also ein Hückeswagener Postbeamter von Anno Pief ist karnevalsbekloppt. Ich bin seit fast 30 Jahren, mache ich Karneval, habe mit verschiedenen Typenreden angefangen, bin irgendwann beim Paul Posthorn hängen geblieben. Und der Paul Posthorn ist deshalb so schön, mit dem kann jeder telefonieren. Mit dem kann die Kanzlerin telefonieren zum Thema Jamaika. Mit dem kann der Kollege Rainer Kallmund telefonieren, weil er wegen seiner Tonnage nicht mehr über die Leverkusener Brücke kommt. Und die Figur ist deshalb so schön, weil die wirklich jedes Thema besprechen und behandeln kann. Und du kannst telefonmäßig bis hin zu einem Anrufbeantworter kannst du alles machen. Zum Beispiel der Martin Schulz hat bei mir einen neuen Klingelton bestellt. Einer ist immer der Loser. Das ist dann auch sehr gut angekommen dieses Jahr. Ja. Wie ist denn so die Situation als Typenredner? Viele sagen ja, im Karneval gibt es zu wenig. Wie sieht die Buchungslage aus? Wir kennen ja auch die ganz oben spielen, also Guido Kanz oder Marc Metzger, die natürlich auch durch den Gürzenich nicht immer tingeln, also durch die Top-Seele sozusagen. Wie sieht so die Situation für einen Paul Posthorn aus? Ich habe ja gerade erst angefangen in Köln vor drei Jahren. Die Figur ist ja aus dem Pfarrkarneval entstanden, Kolpingsfamilie Hückeswagen, da komme ich her. Bin dann vor drei Jahren mal angesprochen worden, ob ich das nicht mal in Köln versuchen wollte. Das hat wunderbar funktioniert. Auch vom KRK bin ich damals gefragt worden, ob ich denn jetzt hier gerne mitmachen würde. Aber es ist nicht einfach, weil Typenrede verlangt auch immer so ein bisschen, dass die Leute politisch interessiert sind, zumindest in meinem Fall, verlangt auch immer so ein kleines bisschen danach, dass die Leute gerne zuhören wollen. Aber es kommt auf den Saal an. Es gibt viele Säle, Hirschsitzungen, Flüstersitzungen, das ist ganz toll. Die Leute wollen gerne was hören. Es gibt aber auch viele Sitzungen, da kommst du spät hin, da ist schon große Party, da brauchst du mit Politik dann nicht mehr um die Ecke zu kommen. Da habe ich es dann als Paul Posthorn schwer. Weil ich kann jetzt nicht einfach drei Haare auf der Brust singen, sondern ich muss schon meine Figur da durchziehen. Und ich glaube, die Typenrede kommt wieder, aber sie hat es im Moment ein bisschen schwer. Ich habe gestern schon mit Anne Vogt, die auch eine komplett durchgestaltete Rede hat, gesprochen. Die sagte auch, ab 22 Uhr wird schwer. Wir haben festgestellt, Kölsch macht anscheinend auch taub. Weil das wohl, dann redet man lieber mit dem Nachbarn als der Typenrede. Jetzt ist die politische Rede in Köln ja nicht unbedingt so wie in Mainz, sagen wir mal, so weit verbreitet. Es gibt noch den Chauffeur, der Kanzlerin, also der liebe Jens Singer, sozusagen. Aber warum ist das so schwierig? Wollen die Leute das nicht so hören? Wollen die eher so mehr so Karlauern? Oder was ist so die Einschätzung von Paul Posthorn? Paul Posthorn hat ganz unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Paul Posthorn geht mit der einen Rede in irgendeine Mädchensitzung rein und denkt sich, oh, das wird nichts. Oh, komm doch an. Und geht in eine Sitzung rein, wo er denkt, oh, das ist aber jetzt ganz einfach, weil die Leute wollen zuhören. Und das klappt überhaupt nicht. Also es ist mit einer Rede innerhalb von zwei Stunden kannst du ein und dieselbe Erfahrung machen oder zweierlei Erfahrungen machen. Und das Schöne an der Geschichte ist, du findest immer noch die Sitzungen, die sagen, wir möchten gerne politische Böttenrede haben. Und ich glaube, die Leute, manche wollen zuhören, tun das auch, aber du siehst es manchmal schon an der Sitzung, wo es hingeht. Die kleinen Sitzungen, die Hirschsitzungen, die Flüstersitzungen. Und ich habe den Eindruck, der Karneval geht so ein bisschen auseinander. Auf der einen Seite die Partylaune, was auch cool ist, was schön ist, da höre ich aber nicht hin, da habe ich keine Chance. Auf der anderen Seite die Hirsch- und die Flüstersitzungen, die haben noch Spaß am politischen Karneval und das wird auch bleiben. Also das zieht sich so ein bisschen auseinander, aber es wird bleiben. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass gerade die Sitzungen, die Sie auch angesprochen haben, einen wirklichen Boom erleben auch. Also die treuen Husaren haben letztes Jahr auch Husaren Anno Pief aufgelegt. Auch das läuft richtig gut sozusagen. Also Sie sehen da durchaus Zukunft für Paul Posthorn. Ich glaube, Sie haben auch Ihre eigene Bütt dabei.
Ich habe da eigene kleine Bütt dabei. Das ist keine Bütt, Vorsicht. Ich habe das Ding gebaut, weil es in Köln keine Bütt mehr gibt. Achtung, Freunde, bei uns im Bergischen gibt es noch Bütten. Und ich komme hier in die ersten Säle rein, hatten die keine Bütten. Ich denke, wo machst du das denn? Wo stellst du dein Telefon hin? Also habe ich mir einen kleinen Postschalter gebaut. Klein, gelb, da steht drauf, öffentlicher Fernsprecher. Sieht aus wie früher die Post, wer sich daran erinnern kann. Und den roll ich rein, habe da meine Telefone, arbeite zum Teil mit zwei Telefonen. Weil links hast du ja immer den Herrn die Frau Merkel und rechts hast du den Herrn Seehofer. Die musst du ja immer miteinander in Verbindung bringen. So, und die Requisite, die schleppe ich rum. Und das sieht auch ganz cool aus und es macht auch Spaß. Es ist so ein Köfferchen zusammengehabt, zack, zack, und dann geht's los. Ich glaube, die Telefone haben noch Wählscheibe. Na klar, das ist ein W100, das ist ein W48, ein schwarzes Bakelit-Telefon, wie wir es da sehen. Und natürlich der berühmte FETAP 615, der Fernsprechtischapparat 615, das graue Ding, was man früher immer hatte, was im Laufe der 70er mal grün und mal orange geworden ist. Und Sie werden lachen, ich habe die Dinger zu Hause alle angeschlossen, die laufen bei mir auch. Sie sind aber nicht von der Post originär. Also im richtigen Leben. Also ich habe einen von der Telekom da gehabt, der hat jetzt auf Voice-over-IP umgestellt und der gute Mann hatte 3 Tage zu tun, bis dass er die Dinger auch bei Voice-over-IP an den Start bekommen hat. Aber wir haben es geschafft. Ihr könnt mich anrufen, ich bin zu Hause, ihr könnt mich auf dem alten Bakelit-Telefon anrufen, auch Voice-over-IP. Mit der Wählscheibe, wunderbar. Herzlichen Dank, Paul Posthorn, schöne Session. Danke. Ist ja kurz, ja. Aber kann ja auch schön sein. So ist das. Freue mich drauf, sehe euch irgendwo. Danke.